Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu YouTubers Live. Und irgendwie weiß ich nicht, was mit dem Spiel falsch war, aber wir dürfen jetzt alles nochmal neu einstellen. So. Zumindest müssen wir... Oh, was soll das denn? Oh, Emilia. Okay, sie ist zwar müde, aber sie nimmt jetzt trotzdem ein Video auf. So, Emilia hatten wir Aliens Gate Detective zugewiesen. Vor allem, weil Emilia auch mehr der Computermensch ist. So, die geht aber in Arbeitsplatz 2. So, Connor. Connor, lauf nicht weg. Connor nimmt Arbeitsplatz 1 und das Communist Grind Zone. Wir müssen gleich dieses andere Spiel mal spielen und dann einen Walkthrough dazu machen. So, du darfst auch ein Video aufnehmen. Und zwar Crimey Dog. Oder Grimy? Nee, Grimy Dog. Arbeitsplatz 3. So. Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Oh. Ja, also so wie wir es hier machen, ist es wirklich so, als ob wir halt nur Geld verdienen. Das finde ich halt echt traurig. Deswegen möchte ich eigentlich auch echt nicht Let's Plays machen. Ich will nicht einkaufen gehen, eher so echt. Ich will ein Spiel auswählen. Wo sind unsere ganzen Uploads hin? Oh Mann, ey. Ich mache hier extra alles und dann... So, Muppet. Muppet ist auch gut. Doch, Muppet Square Dancing Goal. Ja, wir machen erstmal ein Gameplay. War das jetzt für PC eigentlich? Ja, nein, war es nicht. Weil jetzt die alte da. Wie gesagt, ich finde das so kacke. Also, im Ernst. Jetzt warten wir hier. Auf schöneres Wetter. Im Weltall. Mensch, das ist echt toll hier. Bei mir ist fertig. Das ist schon mal schön. Wir uploaden jetzt hier gnadenlos alles. Ja, also so ist es halt wirklich, als ob man nur für das Geld hier spielt. Im Spiel. Aber das, nee. Also, was ich schon verstehen kann, dass, wenn man die Möglichkeit hat, mit YouTube Geld zu verdienen, dass man das schon nutzt, ne? Also jetzt, ich würde jetzt nicht extrem sagen. Also jetzt mal angenommen, keine Ahnung, ich hätte 100.000 Abonnenten. Dann verdient man ja auch schon ein paar Euro, ne, damit. Oh, endlich. Also ich würde dann vielleicht auch die Videos monetarisieren. Kann ich ja offen und ehrlich mal so sagen. Aber dann eher mit dem Hintergrund, dass ich, ja... Also so nebenjobmäßig halt auch, ne? Und damit ich mir halt so Sachen kaufen kann wie neue Spiele, damit ich die dann spielen kann. Und ich habe halt einfach Spaß daran, das dann zu uploaden und damit sich andere Leute das dann anschauen können. Wie gesagt, weil die das dann von mir schauen wollen, weil sie meine Stimme mögen, mein Gameplay und dass ich hier über rumlaber und so halt, ne? Ja, naja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel... Nicht, wenn ich keinen Bock habe auf YouTubers Live, dann nehme ich es halt auch einfach nicht auf. Ich hatte das jetzt mit Cities in Motion, das kam 2 Wochen nicht, weil ich irgendwie einfach nicht so ambitioniert war, das gerade aufzunehmen. So, ne? Ich hatte da nicht so die Lust drauf, weil ja die, der Start war ja immer echt kacke in Cities in Motion. Also irgendwie sind wir jetzt nicht gerade Bombe hier, aber egal. So, wir werden jetzt erstmal das von Connor uploaden. So, und ich werde jetzt nach dem ersten Gameplay auch einfach dieses Walkthrough machen. Es ist komplett egal, dass das Kacke ankommt, ne? Es ist ja nur ein Spiel. Aber wir wollen ja das Geld und die IP haben. So. Finde ich ein bisschen traurig, dass das hier so... Ich finde, man sollte sich so ein bisschen entscheiden können, was man eigentlich möchte hier, ne? Also das fände ich schon schön. So, wir müssen das jetzt noch zusammenschnippeln. Ich finde dieses Wort schnippeln richtig schlimm, ne? Also.
Also klar, ich habe es jetzt gerade selber benutzt. Das können wir schon gar nicht machen. Toll. So, wir schieben jetzt hier einfach Sachen zwischen. Das passt zwar alles nicht, aber egal. Uploaden fertig. So. Bewerben ist jetzt halt die Sache. Also jetzt gerade können wir uns ein bisschen bewerben leisten. Würde ich auch mal machen. Gibt halt Aufrufe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber okay. So, dann würde ich sagen, er nimmt jetzt wieder ein Video auf. Jetzt machen wir nämlich die nächste Rotation hier. So. Das Communist Grid Zone Dings. Das hast du nämlich ganz gut gemacht. Wir gehen in der Zeit mal schlafen. Wir leben hier davon, die Leute rumzukommandieren, Geld damit zu verdienen, auf der Mondbasis zu leben. Und das funktioniert super. Dann essen wir mal einen Salat. So ein bisschen gesund ist ja auch nicht schlecht. Ich finde geil, dass die vor die Tür gehen, wieder reinkommen und alles ist super. So machst du das Alien Detective Style Viech. So auf Arbeitsplatz 2. Wir sind hier voll durchorganisiert. Hallo, danke. So, und du machst jetzt auch ein Video. Wir müssen uns ja jetzt noch wirklich noch einen weiteren Typen angeln. So, irgendwie knurrt mein Magen hier schon. Ich hoffe, das hat man jetzt echt nicht gehört, weil das irgendwie echt laut war. So, du nimmst Arbeitsplatz 3. Ja. Und ich muss ja eh noch warten, bis jetzt hier die Leute gespielt haben. Aber wir nehmen dann Muppet Square Dancing Gold und machen das Rockthrough. So, wir essen aber vorher ganz entspannt. Diese Karten hier, ne? Danke. Ich habe noch, glaube ich, noch nie dieses Danke irgendwo gesehen. Kann das sein? Oder ich bin einfach, sag mal, Kaninchen. Wie soll ich denn hier seriös aufnehmen, wenn jeder gerade eskaliert? Aber hey. Sie dürfen das natürlich, weil es meine süßen Kaninchen sind. So, und ich gehe an Arbeitsplatz 4, wie immer. So, das bewerben wir auch. Jetzt stehen wir wieder planlos neben. Finde ich ja sehr geil. Das macht ihr echt schön, aber bitte beeil dich ein bisschen, liebe Jaden. Wir müssen uns da nochmal so eine Party raussuchen. Costume Forever. Green Party, Back to the Past, Winterparty im Juli, ja klar. Es ist ganz normal, das ist vollkommen natürlich. Eine Winterparty im Juli, also mache ich auch immer. Jeden Sommer. Leute, wir feiern den Winter. Die Leute denken sich was, aber sie feiern mit. Und so funktioniert das. Das ist die Logik. Das passt hier alles nicht. Nehmen wir halt das hier, singendes Kommentar. Sie klatscht da auch voll drauf rum, ne? Also, wenn das Ding irgendwann auseinanderbricht, dann wissen wir Bescheid. So, eine einfache Aufgabe. Ich finde auch geil, dass es Punkte gibt für eine einfache Aufgabe, wenn du da voll den Guru-Vorschlag machst, ne? Wenn ich jetzt hier beschreibe, oh Leute, ihr kommt in diesem Spiel weiter. Wenn ihr hier eine Karte anklickt. Ich glaube, da wärt ihr auch ohne mich drauf gekommen, ja? Dieser Guru-Vorschlag ist aber super. Also finde ich sehr sinnvoll, muss ich sagen. Wir machen das hier mal weg. Wir machen das hier mal weg. Und schreien. Ja, Mann, das passt schon. Also kommen wir gut an bei den Leuten, die unsere Videos gucken. Und uns schon nicht mehr mögen, weil wir alles nur noch für YouTube machen. Ja, wird's denn mal. Die sind ja schon alle auf 100 und wir krepeln noch dabei rum, ein bisschen besser zu werden. Frag mich, ob das besser wird, wenn wir hier alle irgendwie diese Kurse mal belegen lassen, ne? Wäre mal interessant. Oder wir fördern ein mit Kursen. Also vielleicht erstmal mich, ne? Dass ich hier auf meine 100 auch komme. Und dann gucken wir mal, wie wir das bei den anderen mit den Kursen machen können, dass die Videos hier bessere Bewertungen bekommen. Würde mich mal interessieren, ob das geht. So, du hast Hunger, aber ich kann die Leute gerade eh noch nicht beanspruchen. Ey. Ich meine, wir haben hier schon
richtig vorlagenmäßig, so richtig schön ein Wandschrank. Eine Wandschrank, ja. Mein Deutsch ist echt Bombe. Schon richtig tollen Wandschrank, wo wir einen Fernseher reinstellen können und nochmal 30 Playstations kaufen. Aber nein, wir haben nur einen Fernseher. Einen einzigen. So, wir laden das jetzt hoch. Okay, ich gehe zu deiner Party. Mache ich gerne. Die Miete wurde bezahlt und die Mitarbeiter, das ist gut. Das wird auch immer teurer jeden Monat, ne? Der Connor, der kriegt hier schon das Doppelte hier gefühlt von Jaden, ey. Wir bleiben so. Wir bleiben so. Wenn die mir jetzt sagt, ich bin falsch gekleidet, dann hätte sie vielleicht mal sagen sollen, was wir anziehen sollen. Weil jetzt kam ja nicht mal ein Vorschlag, dass wir weiß für eine weiße Yachtparty anziehen sollen. So, wo sind wir denn? Wir stehen da rum. So, wir können mit ihr mal über Aero reden. Ja, das passt. Dann tanzen wir mal. So, das ist ein Superstar, den können wir nicht. Wir brauchen Cash. Das hier ist, glaube ich, Sonny, ne? Nee, das ist No oder Noi. So, Valerie, die können wir, glaube ich, auch nicht gebrauchen. Kaylin auch nicht. Jaden. Wenn wir Jaden und Jaden gehabt hätten, ist ja auch lustig gewesen. Lukas? Lukas sieht auch nett aus. So, Lina. Lina können wir auch nicht gebrauchen. Fernando können wir auch nicht gebrauchen. Dante können wir auch nicht gebrauchen. Ja, Ritzer. Diese Namen, ey, teilweise. Also. So, wen haben wir hier? Helly. Ey, wir haben ja auch nur Lappen auf der Party, ne? Ehrlich gesagt. Also, Luciana. Tania. Jasmin. Und Kali. Wow, wir haben hier nicht einen, den wir gebrauchen können. Super. Dann tanzen wir doch mit Emilia. Reden über Partys. Immerhin hast du uns ja zu einer eingeladen, ne? Bist du oft weg? Ich habe dich hier noch nicht so häufig gesehen. Über die Yacht. Lad mich bitte zu einer Yachtparty ein. Da haben wir, glaube ich, mehr die Chance. Ja, danke schön. So, dann verschwinden wir jetzt. Und auf dieser Yachtparty haben wir dann eventuell die Chance zu ersticken. Nein, natürlich die Chance ein bisschen mehr. So, kann er schon das nächste Video aufnehmen? Perfekt. So, wir sind hier voll in der Videoproduktion jetzt. Also, die ganzen sind schon wieder Audi-Spiele hier, ne? Guckt euch das an. Okay, das heißt, wir lassen jetzt hier nochmal die Videos uploaden. Aua, ich bin gerade mit meinem kleinen Zeh gegen eine Spitze vom Schreibtisch gekommen. Ist echt super. Emilia, bleib doch mal stehen. Video aufnehmen. Ich muss warten, bis mein Partner mit Video fertig ist. Ja, ist kein Problem. Nimm mal Legacy of Night auf. Ich muss nämlich gleich Sachen einkaufen gehen. Also in-game, nicht in echt. Heute ist ja Sonntag. Ich habe keine Lust, extra zum Hauptbahnhof zu fahren, um Sachen einzukaufen. Bleib doch mal stehen, ey. Meine Güte. Wir haben 4 Millionen Abonnenten, ey. Wir sind ja voll toll. Müsste davon noch eins auf. Will zwar keiner mehr sehen, aber egal. So, und wir gehen mal an den Arbeitsplatz einkaufen. Vielleicht mal neue Spiele, die irgendwie nicht nach einer Woche out sind. Was ist hier so ein Wasserding eigentlich? Geil, sieht's ja schon aus, ne? Oh, ups. Amazing und okay, alles. Alles. Creepy Spelunky. Toll. Neueste Erscheinungen. Gucken wir doch mal. No one can stop the Katana Unit. Alles klar. Weißt du echt Bescheid. Cantankerous Barcode. Kaufen wir. So, Stoic Shark kaufen wir. Radioactive Spock of Mystery kaufen wir. Ich könnte gern was für den PC gebrauchen. Es gibt nichts für Computer. Das ist ja echt schön. Also, Mystical Squirrel.
kaufen wir. Im Bread Racing Diesel kaufen wir auch mal. Das war's für PC. Ah, das haben wir schon. Ja. Planet of the Sword. Okay. So richtig unnötig Geld verschwendet, das passt schon. Dieses Wasserding hier, ne? So unsere gesamte Wasserversorgung fürs Haus, ganz bestimmt. Schlafen und Salat essen. In der Zeit können wir nämlich die ganzen Spiele unboxen, öffnen natürlich. Also unboxen wollte ich es jetzt nicht alles. Dann sind die Spiele mittlerweile out, bis wir das hier alles gemacht haben. Ich sag euch das. So. Können wir nämlich anfangen, hier neue Videos zu machen. Verdammt, wie viele Spiele habe ich denn gekauft? Ah, jetzt hat es aufgehört. Ist ja gut. So, wir wählen uns jetzt ein Computerspiel aus. Wir nehmen Lethal Robot oder Liesel. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist mir jetzt auch egal. Es wird schon. So, wir gehen an Arbeitsplatz 4. An Arbeitsplatz 4 habe ich gesagt. So. So, Connor ist schon fertig mit seinem Video. Ey, wir sollten einfach nur noch PC-Spiele spielen, weil das, glaube ich, noch schneller geht. Wäre mal so eine Idee. So, dann ist Emilia auch fertig. Dann laden wir das auch hoch. Boah, es wird echt toll hier, ne? Hochladen. Jaden. Ach, Jaden schneidet sogar noch, ey. Es geht ja mal gar nicht. Warum haben wir hier eigentlich ständig Super Nintendo? Jetzt haben wir hier die Play Studios 4, ganz bestimmt. Und das ist bestimmt die Nikosoft Z-Box One. Tragbares Gerät. Was das sein wird, mal gucken. 20. Juli. April 16. März 22. Das sieht aus wie Nintendo CU vielleicht. Ja. Dann fangen wir an. Lustige Begrüßung. Lauft doch nicht in mein Video rein, Alter. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier extra in einen Raum gehe, um Videos aufzunehmen und dann kommst du einfach ins Bild? Ich will doch keiner sehen. Ist mein Tee jetzt kalt geworden eigentlich? Ja, schön. Dann mache ich mir extra einen Tee. Und dann lasse ich, also ich nehme den schon immer mit, ne? Also ich setze mich gar nicht erst hin, bevor der nicht fertig ist. Weil sonst vergesse ich den in der Küche, das weiß ich jetzt schon. Oder ich setze Wasser auf und ich habe noch nicht mal Tee eingegossen. Das kann ich auch. Dann stelle ich es vor mich hin. Es duftet schon schön, ne? Aber ich vergesse trotzdem, den Tee zu trinken. Na, dann trinke ich halt noch ein bisschen Multivitaminsaft. Ich mische mir das immer mit Wasser, das ist voll geil. Irgendwie habe ich jetzt was Falsches genommen. Ist jetzt auch egal. So. Jetzt muss ich gleich zu einer Party oder so. So klang das schon. Zieh dich um. Party. Wird hier gleich stehen. Bestimmt so. Ich sag's euch. Alle wird schon mit Hinweis. Ja, komm. Dann halt nicht. Ist mir auch egal. Es kommt eh nicht mehr ins Video rein. Deine Basis wurde zerstört, während du den Gegner angegriffen hast. Das ist natürlich dumm, ne? Wenn sowas passiert. Aber hey. Shit happens, ne? Lol, was ist das denn hier? So. Na, das passt schon mal nicht. Aber so, ne? Genau. Render. So, da ist schon mal etwas kaputt. Das hört sich echt toll an. Das ist so ein Geräusch, das möchte ich auf jeden Fall haben. Ja. Hochladen. Hm.
Ja, komm, dann gehen wir da auch noch mal hin. So, wir werden jetzt aber hier erstmal pausieren. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.